So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ich habe hier mal das Spiel ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir haben jetzt knapp 6,8 Millionen. Und das sollte genügen, dass wir da die Bergstrecke fertig machen können. Wir haben es 14.12. 1946. Das heißt, bald gibt es neues Stuff. Und ich würde sagen, von den Schienen her sind wir ja da bei der Kurve. Da brauchen wir ein Stück gerade und dann fahren wir da rein. Ich will jetzt erstmal hier anfangen, dass wir hier das Anfangsgleis machen. So, bitteschön. Ich bin mir sicher, wollen wir hier wirklich nach unten? Mach was erstmal. Oh, hier gerade total Schwachsinn gebaut. Ich glaube, wir hatten. Das ist ein 160er Gleis da. Mal ganz kurz schauen, Geschwindigkeiten. Ja, 160. Okay. Wo sind wir? Da. Kann man dann später auch noch anpassen. Ich würde sagen, das machen wir mit 100 hier. So, und die kommen ja dann auch mal raus. Die fahren dann gleich mal. Wobei, die machen vielleicht gleich gerade schon direkt eine Kurve. Ich würde sagen, da fahren wir dann hier so. Nur damit ich es jetzt mal angedeutet habe. Und ich würde sagen. So. Jetzt mega komisch aus. Könnte man dann hier reinfahren und dann da wieder raus. Und einmal hier so. Okay. Und die Signale. Schweiz haben wir ja hier. 4 mit rechts. Hier 4 und da hätte ich gern 60. Das gleiche auch da. Okay, und dann hätte ich noch gern Signal hier und ein Signal hier. Und eins zum Haus fahren, dann da noch. Okay, das gefällt mir schon mal. So, die Straße muss hier erstmal weichen. Ach, shit. Das sieht interessant aus. ich glaube, da mache ich mal kurz ein Foto davon. Das sieht echt nicht schlecht aus. So, ungefähr so. Geil. Ja. Also. Wir wollen hier gerade rausfahren. Und dann müssen wir hier die Kurve kriegen. Also hier brauche ich noch ein Segment gerade. Ich glaube, wir hatten das hier so, ne? Parallel Tracks. Ich mach's mal ganz kurz aus, weil ich nicht weiß, wie das macht. Wenn ich es aber so ziehe vom Rechten, dann soll das richtig machen. Würde das hier schon so gehen? Ich glaube, die Kurve lasse ich mir eingehen. Die ist aber die bis hier leicht enger werden, ne? Das wird mir hier so ein bisschen besser gefallen. Das heißt, wir fahren hier noch mal ein bisschen weiter. Einfach
einfach nur so aus dem Gefühl raus. Und dann von da nach da. 139, 100. Ja, sie wird da leicht enger. Oder wir fahren da noch ein bisschen raus. Nee. Das ist nix. Ja, ich glaube, wir machen es erstmal so. Und hier das zweite Gleis. Gut, dann machen wir das mal hier in schön. Sehr gut. Ich glaube, das... Ja, ich denke, das ist okay. Signale. 4 rechts. Autosignal will ich da jetzt erstmal nicht haben. Klatschen da eins hin und da eins hin. Da hinten ist es. Das ist, machen wir mal so. Die nächsten Signale hätte ich gern hier. Ich bin nicht sicher, ob nach dem Tunnel da so ein Signal normalerweise wäre. Oder ob das nicht noch im Tunnel wäre. Und dann brauchen wir noch die Vorsignale. Und zwar rechts mit freier Fahrt. Das war das da. Bist du mit dem Masten? Nein, du bist nicht mit dem Masten. Welche waren jetzt das mit... Was ist die hier? Nee, auch nicht. Ach da. 4 Linsen. Machen wir das mal so. So, so und da und da. Hier drin fehlt es auch noch. Und da. Ansonsten haben wir das ja schon überall gemacht. Okay, dann wäre die Strecke erstmal fertig. Ich hätte mich weiter ausziehen können und die bessere Kurve machen können. Da ist langsam, da ist langsam. Das mal zu dem. Jetzt müssen wir da irgendwie den Straßenanschluss hinkriegen. Ich würde sagen, das geht weg. Und ich wäre für eine Unterführung. Machen wir das mal hier so, die Straße da. Ja. Na? Starten oder wie? Warum? Ach jetzt. Bitte mit Kurve. Na, ab wann fängt ein Tunnel an? Wobei eine Tunnel bräuchte man eigentlich schon da. Mit die Strecke. Nicht zu tief runter. So. Okay. Dann hier gerade. Und wir müssen da vorne hin. Und dann hier wieder nach oben. Ich glaube, die Straße ist uns dabei aber im Weg. Wir müssen auch für das hier irgendwie einen Anschluss hinkriegen. Das gefällt mir. Okay. Einmal auf schön. Ach, scheiße, es wird kein Geld mehr. Shit. Wie geht's denn hier nach oben? Das sieht eigentlich okay aus. Ja, wir müssen ein bisschen spielen lassen.
Weil für die da müssen wir jetzt mal einen temporären Anschluss machen. Mal vorlaufen lassen. Aber sonst kommen die nicht mehr nach Hause. Das sieht so geil aus. Gut, das wäre das. Ja, schon ist der Stau wieder da. Okay. Hier will ich erstmal nichts hinzufügen. Geschwindigkeitstafeln können wir nur später machen. Und ich habe mir überlegt, ob wir hier so eine Kurve reinmachen und hier so eine Art Depot. Weil woanders, also gut, wir könnten es auch, ja, wir könnten es auch so reinmachen. Da ist mal zu hügelig. Ja, nee, ich glaube, wir machen das da hinten, also ein kleineres Depot. Und als Zug, wenn wir schon von der SBB reden, schauen wir doch mal. Ich würde auf alle Fälle elektrisch hin. B57, die ist richtig stark. Die, glaube ich, kommt da auch ganz gut drauf. Aber 75 km/h. Die Krokodil. Wäre auch geil. Also, über das Ding ist halt, wir haben halt da die Ü-Tram, die da mit 60 raufgurkt. Also irgendwie sollten wir halt halbwegs eine Geschwindigkeit hinkriegen. Die hat ja jetzt Frequenz Ytram von 3 Minuten. Gut, das werden wir nicht hinkriegen, aber ich will irgendwie halbwegs schnell darauf kommen. I47. 100 km/h. Okay. Die 68, die hat enorm viel Leistung. Ist aber eine echt schöne Lokomotive. Aber der kostet 16 Millionen. Nee, das machen wir nicht. Die AE46, 15 Millionen. Von der gibt es übrigens keine mehr. Die war nicht sehr zuverlässig. 44 BLS wird sich anbieten. Kostet aber auch 11 Millionen. 125. Das wäre die Gebirgslokomotive von der BLS. Und fährt auch heute noch. Ich glaube, wir gehen mit der AE47, das müssen wir mal kurz zusammenbauen. Wir brauchen dann entsprechende Wagen dazu. Vielleicht aber kein ÖBB-Personenwagen. DC4. Seetalwagen. Mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen 14 Millionen. Dann haben wir 108 Kapazität. Das würde ich erstmal machen. Dann passt das irgendwo zusammen. 14 Millionen. Okay, also bevor wir nicht 14 Millionen haben, bitte ist nichts, bevor hier der erste Zug fährt. Wir könnten, wobei schauen wir mal kurz bei den Triebwagen. Ne, blauer Pfeil mit 930, die könnten wir auch da hochjagen. Die sind alle noch nicht bereit. Du bist super langsam. Das ist die Unterhand. Brighton Valley will ich auch noch irgendwo bauen. Das ist dann irgendwie so ein England-Abschnitt. Der rote Pfeil könnte auch noch fahren. 2,7 Millionen für 20. Noch mit so einem Schnelltriebwagen hochfahren. S-Bahn sowieso nicht. Den auch nicht. Die Blocke Donsen oder wie die heißen, will ich auch nicht. Blauer Pfeil von der BLS. Die Antwort auf den roten Pfeil. 110, 40. Zwei von denen kosten 10 Millionen. Zugkraft 70 Kilonewton. Ich glaube, die werden nicht recht schnell nach da oben. Okay, wir brauchen so oder so Geld. Das heißt, wir machen die Straße hier erstmal weg.
und kümmern uns um den Anschluss hier. Ich gehe erstmal mit der Straße da. Okay. Soll man das als Rundung nehmen? Machen wir das mal. Und hier dann so und so. Da einmal runter. Das heißt, da könnte die Straße, also bzw. die Stadt noch schön expandieren. Dann werden wir hier schon mal vorfahren. Und das hier mal ein bisschen vorgeben. Kann man eigentlich gerade den hier machen. Und das soll mal ab. Ah shit, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich den hier machen. Oh, dafür habe ich kein Geld. Okay. Und hier? Die Frage, was bauen wir da hin? Sowas. Bahnsteig. Eise. Der Stand groß. Ich glaube, das habe ich noch nie genutzt. Wir machen das mal mit dem. Meter. Ach, shit, das ist ja wieder teuer, ey. Aber... Kriegst du da jetzt Kofferbindung hin? Unterschein, Pferde, elektrische Straßenbahn, keine Straßen... Doch, Straßenanschluss. Wieso können die da nicht drüber gehen? Nur mal zum Gucken. Ach so, kriegt er die Verbindung hin. Wird das also versetzt bauen? Nicht breit genug da. Wobei, was ist, wenn ich das ein bisschen kleiner mache? Machen wir das mal so. Und dann haben sie da die Verbindung. Okay. Und dann von der Straße her, ja, elektrisch. Ich mache jetzt einmal die Busspur hier. Ich will da eigentlich nicht, dass da Autos reinfahren. Okay, dann hätten wir das. Von der Linie her würde ich sagen, die fährt dann hier rauf. Mal hier, da oben, hier und fährt er wieder da runter. Sprich, wir brauchen einmal das hier. Da will ich halten. Da werde ich halten, dann werde ich da oben noch mal halten. Hier halten und da unten. Nein, das ist falsch. Nachdem wir einen Kreis fahren, machen wir das dann links.
Ah, so wäre das dann von da nach da nach da nach da nach da nach da. Und wir brauchen einen Wegpunkt, außer wir machen es mit der Tram. Ja, wir machen es mit der Tram. Dann wäre dies Painsweek Linie 2. Tramgleis hätte ich dann noch hier und hier und hier und da und da. Da haben wir es auch. Und da oben. War jetzt einmal zu viel. Aber okay, das soll es erstmal tun. Wir brauchen aber nochmal ein neues Depot, nachdem wir das alte abgerissen haben. Und das Depot, würde ich sagen, bauen wir hier rein. So. Dann brauchen wir auch hier nochmal die Tramgleise. Gut. Da schicken wir aber noch nichts auf den Weg hin, nachdem ihr hier noch gar nichts fahrt. Das heißt, das wäre total für den Arsch. Und die Sache könnte man hier wieder verbinden. Da freut sich die Industrie. So. Okay. Als nächstes wäre der Anschluss hier unten. Da das gleiche. Ich glaube nicht. Da kann ich gerade nichts anfangen. Mit einer Wendeschleife. Zwei Schlaufen mit der Tram. Was ist mit links? Ich glaube, da mache ich das hier. Sieht spannend aus. Und schön hier dran. Wie sieht das aus? Der Zaun müsste jetzt hier noch weg. Oder ist die Poller da? Aber das ist okay. Das gerade muss alles sein. Okay. Und dann sind wir hier entlang. Wobei es jetzt schon, das wird so nicht bleiben, weil die Straße hier muss ebenfalls weg. Wenn wir hier weiterfahren wollen, und dann würde ich sagen, noch ein Stückchen gerade, bin dann hier rein. Passt fast perfekt. Nö, das sieht scheiße aus. Wenn wir jetzt hier so machen. Okay, da wird hier die Industrie hoffentlich bald kommen. Also, beziehungsweise die Wohnhäuser. Damit ich mal ein bisschen eine Vorlage habe. Straße, Werkzeug, Straßenbahn. Sagen wir, fahren dann hier so. Wir könnten von da noch einen Halt machen. Halten da. Halten da oben. Hier. Und nochmal da unten. Haltestelle. Einmal da und da oben. Da, da, da. Da. Okay. Das wird heißen einmal so. Einmal so. 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 Und so.
Machen wir hier Kitter mit der Linie 2. Ja, cool. Okay. Dann brauchen wir erstmal Money für den Zug. Entschuldigung. Und dann steht noch das Depot an. Wie sehen wir eigentlich hier aus? Das funktioniert soweit alles. Da bräuchte man noch mehr, ist ja klar. Zulieferung 107 von 123. Also das können wir erstmal lassen, da müssen wir nichts machen. 184 von 215, das passt auch. Na, da könnte noch ein bisschen mehr hier. Ja, da haben wir fast sogar zu viel. Okay, und da warten 86 bei der Ytram. Und wie schaut es hier aus? 24. Okay. Dann würde ich sagen, werde ich erstmal ein bisschen vorspulen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen Geld habe. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück. Ich hatte gerade eine spannende Idee. Also wir haben jetzt 3,2 Millionen. Wir machen wie so einen Inspektionswagen, den wir uns kaufen, der nur für das da ist. Und den schickt man dann immer wieder auf die Strecken, um die Erstbefahrungen so weiter zu machen. Ich glaube, das machen wir. Und jetzt ist gerade der 31.12. Das heißt, wir kriegen gleich neue Fahrzeuge. Und dann schauen wir mal, wie der Inspektionswagen aussehen wird. Sag mal, jetzt habe ich einen Schluck auf. Super. Zu teuer. Das sind alles die ganzen Pullman-Sachen. Nö. Okay, dann schauen wir mal. Ich wäre für einen Triebwagen gegangen, der nicht allzu langsam ist. Hier nach Kosten. Wobei, jetzt schauen wir nochmal bei Diesel. Die kostet 3,2 Millionen. Nö. Dampf ist irgendwie uncool. Die müsste man ja warten. Elektrisch. Dann für die Kosten her. Das könnte man uns leisten. Mit 50 km/h will ich auch nicht hinterher zuckeln. Okay, wir gehen mit einem Triebwagen. Und zwar 65. Ich glaube, wir gehen mit dem. Mit dem VT42. Und damit es noch irgendwie realistisch aussieht, geben wir dem noch ein paar Güterwagen hinterher. Ich würde sagen, noch von einem Güterwagen, einem Runenwagen. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Und wir nehmen noch 3,2 Millionen, das kriegen wir gleich wieder rein. Ich hätte gerne noch so einen Bremswagen. Kostentyp. Wo ist der Bremswagen, wenn man ihn einmal braucht? Suchen wir mal. Break. Ach da. Machen wir mal so. Okay, 3,2 Millionen. Kriegen wir das hin. Ja, jetzt erstmal noch Autosave, ne? Wie immer. Okay. So, und das ist unser. Was soll ich denn? Inspektionszug. Ich glaube, da schreibt man zusammen. Den schicken wir mal auf eine neue Linie. Hier von da nach. Da. Und das ist einmal. Die Lötschbergbahn. Ich weiß, original ist ganz anders, aber ich will das jetzt mal so. Und dann, Kollege, komm mal hier raus. Was ist denn das hier? Schatten. Achso, die Vögel. Okay, das ist also unser Inspektionswagen. Das passt. Hier hinten ein bisschen was dran, Bremswagen. Okay, und da kann natürlich dann leicht umsetzen. Kann ich dich noch einfärben?
das? Das geht. Was nehme ich für Schwarz? Das gefällt mir ganz gut in Schwarz. Dann sieht man auch den Dreck weniger. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir die Strecke ab. Und mal gucken, wie das aussieht. Oh mein Gott, die Jungfernfahrt. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Okay, soweit so gut. Das zeigt richtig an. Und ab in den ersten Tunnel. Oh, das ist nicht gut. Die Signale verschwinden da im Nix drin. Okay. Da brauchen wir also was anderes. Wie war denn das mit denen? Müssen wir kurz hier platzieren. Nee, die verschwinden da. Da brauchen wir spezielle Signale für das. Haben wir da irgendwas da in der Richtung? Wir könnten es natürlich auch so platzieren, ne? Ach, das sind jetzt Wegpunkte. Superheld. Die werden oben. Nee. Das sind die englischen Signale. Die verschwinden vermutlich auch, oder? Nee. Okay. Also mit denen wird es gehen. Das ist die Stadtbahnsignal. Ja, es passt halt nicht, ne? Aber die würden da reingehen. Sollen wir mal die Ausfahrsignal, Einfahrsignal. Streckensignal. Das nochmal hier rein. Das würde gehen. Okay, dann machen wir das mal anders. Das hat's hier nicht. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Wir werden es doch wieder auf die SBB-Signale gehen. Ich glaube, die Feder hat man. Und wir werden die einfach mal hier platzieren, einfach außerhalb. Ich hätte es gerne mit rechts. So. Außerhalb. Außerhalb. Ja, und kein Zwischensignal. Und das gleiche müssen wir hier in den Tunnel machen. Das heißt, die kommen hier weg. Die kommen da weg. Das ist ein recht großer Abschnitt, ne? Da kommt ein Signal hin. Und da. Wir können in beiden Richtungen immer nur einen Zug reinfahren. Und der gleiche Schmäh machen wir hier. Mal da. Und, ach, die haben wir es ja schon. Die kommen weg. Okay. Das war das. Dann geben wir wieder unseren Inspektionszug. Und schauen uns mal die Strecke an. Erstmal optisch zufrieden. Ach, wir fahren jetzt vermutlich nur 80 wegen die Wagen hinterher, die nicht schneller können. Ist auch egal. Dann sehen wir die Strecke besser.
Okay, erste große Kurve mit dem Viadukt. Da könnte man noch ein paar Bäume entfernen. Und dann wieder die Gerade. Ich glaube, irgendwo ist nochmal Doppelgrün irgendwo. Außer ich habe das jetzt gerade gelöscht. Ach da, jetzt mit 90. Das Vorsignal, aber das stimmt aber das Hauptsignal nicht. Das müsste eine 80er Kurve sein. Au, da knarzt aber. Und wieder geraut. Und dann sollte man recht bald wieder aus dem Tunnel sein und dann wieder eine Gerade. Eben auf die andere Strecke. Also Gleichstrecke, aber da unten halt, ne? Okay. Signale, die, also zumindest, ja, kann ich alle noch mal ein bisschen schöner platzieren. So, das müsste auch eine 80er Kurve sein. Nochmal gerade. Und die letzte. Ist weitestgehend gleichbleibend. Ah, doch, fehlt noch ein Signal, sehe ich gerade. Und dann wären wir schon beim Bahnhof. Es geht sich gut aus. Okay, wir brauchen auf alle Fälle eine starke Lok hier. Die hätte ich gerade verreckt beim Hochfahren. Unter uns war jetzt gerade die Straße zu hören. So, nun rein in den Bahnhof. Da rechts könnte man dann auf die andere Strecke fahren. Okay. Sehr gut. Und schon haben wir die ersten Gebrauchsspuren hier drauf. Okay, also den Inspektionszug, den werden wir jetzt wieder parken. Den schicken wir jetzt mal ins Depot. Warum kannst du von hier aus nicht ins Depot fahren? Fehlt mir da eine Weiche? Ah ja, Tatsache, da fehlt eine Weiche. So, so. Den werde ich dann draußen parkieren lassen, dass wir hier schon was stehen haben. Oder ich lasse den tatsächlich hier mal hin und her fahren. Also als Solo, der Rest, der bleibt dann hier. Hier können wir dann hier rausziehen. Irgendwie so. Signal, Signal, Signal. Okay, da oben habe ich gesagt, glaube ich, fehlt noch ein Signal. Wobei das nächste, das nächste ist so weit vorne. Ich werde hier nochmal ein Signal hinklatschen. Nach da runter. Ja doch, nach dem Tunnel. Okay, dann haben wir hier die erste Bergstrecke fertig. Nächster Task wäre hier ein Depot zu bauen und da die Linie 2, da die Linie 2 in Betrieb zu nehmen und halt hier einen Zug. Vielleicht machen wir es erstmal mit dem da, aber das ist nur vorübergehend, damit wir hier erstmal Verkehr drauf haben. Aber ich will hier schon einen längeren Zug mit Kapazität 140, 160 oder so haben. Aber das wird uns einige Millionen kosten. Ja, soweit, bis zu dem. Also, lasst ein Like da oder ein Follow, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich eure Anmerkungen in die Kommentare. Gehe ich gern drauf ein. Also, bis zum nächsten Mal.